Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch zeigen, was ich in der kommenden Woche testen möchte. Ist wieder nicht viel, wieder in kleinen Schritten. Und wir gucken, was bleibt und geht. Und zwar zwei Paletten, kleine Paletten. Ich habe jetzt versucht, kleine Paletten rauszukramen da, dass die mal wegkommen. Eine von Catrice, eine Eyeshadow-Palette. Was für einen Namen die hat, das weiß ich nicht. Das steht nirgendwo, es spiegelt. Und zwar diese Farben. Wir gucken. Und da will ich auch noch kombinieren. Diese von, das ist glaube ich auch, nein, die ist von Essence. Ich kann euch die mal swatchen. Wir fangen mit der Catrice an. Das ist die Catrice. Oh, es geht. Also die andere Palette von Essence, diese. Ja, man sieht leider nicht viel. Wir werden sehen. Ich meine, wenn was rausfliegt, ist auch nicht schlimm. Ich habe genug Paletten. Ich werde sie testen. Ich habe, wie immer, habe ich gesagt, dass ich Paletten erst teste, bevor ich sie rauswerfe. Dann eine Foundation von Catrice. Das ist aber eine Matte Foundation, glaube ich. Wir lassen Die das ist jetzt jetzt mal noch am antrocknen Trocknen. und gucken, wie die sich verhält. Also deckend ist sie. Aber bei Matte Foundation ist das bei mir ja immer das Problem, dass das sich, ja, und die dunkelt auch nach, so wie ich sehe. Aber das habe ich bei der anderen auch gedacht, von daher, wir gucken erstmal. Dann als Liquid Lipstick habe ich von Twinted Up Ultra Matt, den swatche ich nur. Komplett matt. Den werde ich auch nicht so auftragen, das mache ich nie, wenn ich teste, nur wenn ich es behalte. Weil ich weiß nicht, ob ich den behalten werde. Dann ein Lippenstift von Loft. Diese Variante, Mariannes Chestnut. Diese Variante, wir gucken mal. Und einen Liquid Lipstick von Essence. Shy Ja, Shy so Shy, rosa. würde ich sagen. Aber das geht noch. Sieht nicht schlecht aus. Das hätte ich ja nicht genug. Lippenstifte habe ich echt viele. Ich habe schon aussortiert und vieles in Verlosung gegeben, was ich noch nicht benutzt habe. Weil das sind echt viele Lippenstifte und das kann auch kein Mensch verbrauchen, ey. Ja, und dann einen Bronzer, einen Highlighter und ein Blush von Freedom. Bin ich mir auch nicht sicher, weil der Bronzer ist ziemlich dunkel. Guckt euch das mal an. Also für mich ist das nichts. Und der Blush, der glitzert. Und das ist, wenn man das sieht, man sieht ihn gar nicht. Seht ihr das, dass der schimmert? Ja, und das ist der Highlighter. Können wir auch mal probieren. Ich glaube, davon wird nicht viel bleiben. So, die Foundation ist jetzt so ein bisschen angetrocknet. Also sie bleibt wohl weiß, wenn man das sieht. Das ist ganz schön hell. Da sie matt ist, ich weiß es nicht, wie sich das verhält auf Also meiner ich Haut. Übrigens stelle ich manche Produkte bei Kleiderkreisel rein. Wenn jemand Interesse hat für die Teile hier, was ich aussortiere, der kann sich ruhig mal melden. Könnt ihr mir unter einem Post schreiben oder mich bei Instagram einschreiben, Christine Schaffrath. Da kann ich euch das auch mal zukommen lassen. Was will ich damit? Ich gebe es oft meiner Schwester auch, die kriegt oft wieder was. Ja. Ich bin auch froh, dass ich ein bisschen aussortiere, weil so viel kann man gar nicht verbrauchen. Ja,
Das war's, das ist wieder nicht viel. Ich hoffe, ja, ich schaffe das und es geht ein bisschen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo und herzlich Tschüss. willkommen. Ich nochmal. Ich wollte eine Verlosung hinten dran hängen, hinter einem Video, deswegen drehe ich das gerade ab. Weil ich ja meine Videos immer vordrehe und ich weiß immer nicht, wird diesen Monat ein aufgebraucht oder nicht. Und deswegen möchte ich eine Verlosung, ja, machen für euch. Es ist nicht viel, es ist ja nur drei was. Ja, ich hoffe, das ist okay. Einmal von Garnier eine Tuchmaske. Die habe ich selber noch nicht getestet, die habe ich auch. Die wollte ich mal auch selber testen für müde Haut, Lavendelöl und Hyaluronsäure. Dann von Yves Rocher ein Duschgel. Ich finde das ganz gut. Ich mache es jetzt nicht auf, möchte ich nicht. So ein zitroniger Duft. Finde Yves Rocher eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Und einen Lippenstift von Catrice, so ein Ombre Style. Ihr müsst bitte Ja. Hashtag. Ja, Verlosung wieder. Ach, ich weiß auch mal nicht, was man da eingeben soll oder was euch. Mir fällt dazu immer nicht so viel ein. Ja, Hashtag Verlosung. Und ja, ich überlege gerade, ab wann ich, also jetzt kann ja noch jeder mitmachen, ab wann ich nur meine, ja, meine Abonnenten nehme, weil ich habe erst 52 oder so, aber es wäre schon nett, wenn ihr Abonnent seid. Ich sehe aber, dass ich viele von euch nicht sehe. Ich sehe, glaube ich, nur 6 oder 7 Mann, da ihr nicht sichtbar seid. Ihr könnt mir aber auch einen Screenshot schicken. Später dann, dass ihr ja Abonnent seid. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt nur für Abonnenten mache, aber ich denke schon. Das ist nur fair, dass meine Abonnenten das bekommen, auch wenn ich nur so wenig habe. Macht mir aber nichts, macht mir trotzdem Spaß. Ja, genau. Seid Abonnent von meinem Kanal. Gebt mir einen Daumen hoch und irgendwie, dass ich euch sehen kann. Kontrolliert das mal oder schickt mir einen Screenshot, falls ihr gewonnen habt, dass ihr Abonnent seid. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!